Ja, liebe Freunde und Freundinnen der nordischen Mythologie, der alten germanischen Götter- und Heldenlyrik und Mystik. Ich darf zum neuen Video herzlich begrüßen, da man in meinem ersten Video ja die im älteren Vertrag geschriebenen Götternamen relativ schlecht hat erkennen können, versuche ich euch hier heute nachzuliefern. Und damit wir nicht immer nur über denselben Stoff reden und uns immer wieder dieselben alten Mythen vergegenwärtigen, habe ich mir gedacht, ich analysiere auch so ein bisschen für euch hier das Runenbild, das halt die geschriebenen Götternamen ergeben, in Verbindung mit dem angenommenen Zahlenwert halt, den diese Namen haben. Und damit schauen wir einfach, dass wir ein bisschen herumrechnen, einfach eine Zahlensumme bilden schrittweise, uns auch anschauen, also wie viele Schritte brauchen wir, um auf eine einstellige Zahl zu kommen. Welchen Sinn hat das? Grundsätzlich ist es so, dass man in antiken Schriftsystemen, wobei die Rune nicht nur als Schriftsystem zu sehen sind, sie sind nicht eine Schrift, mit der die alten Germanen halt ihre Briefe geschrieben haben, wie wir unsere Briefe schreiben würden oder unsere Texte schreiben würden. Nein, sie waren eher mehr als eine Art heilige Ritualschrift konzipiert, ja. Als eine Art Symbolsystem, das eine spezifische Bedeutung hatte. Und deshalb ist es interessant, sich das Gesamtbild eines Götternamens anzuschauen, um zu schauen auch mit der Namensgebung, ja, welche weiterführende Informationen ist uns vielleicht hier mitgegeben worden von den alten Skalden, Gelehrten und Weisen. In antiken Systemen, Schriftsystemen, ist es grundsätzlich auch so gewesen, dass man mit den Buchstaben, mit denen man geschrieben hat, auch rechnen konnte. In besonderer Form finden wir das auch heute noch im Hebräischen. Jeder hebräische Buchstabe steht gleichzeitig auch für eine Zahl, mit der man mathematische Operationen durchführen kann. Das war kulturgeschichtlich betrachtet auch ein großer Vorteil, jetzt zum Beispiel des jüdischen Volkes gegenüber anderen Völkern. Und wir denken aber, im älteren Vertrag, da sind uns ja auch eine große Menge an Buchstaben, einfach an Symbolen überliefert, die aufgrund ihrer Anordnung in diesem semi-alphabetischen System auch einen spezifischen Zahlenwert haben. Das heißt also, wir können genau diese mathematischen Operationen auch mit Hilfe des Elternvertrags mit dem Runenalphabet durchführen und kommen vielleicht auch so wieder zu neuen Erkenntnissen, auch über die wesensmäßigen Aussagen des Glaubens, des spezifischen Glaubenssystems, in unserem Fall des germanischen Götterglaubens, über seine heiligen Figuren. Wir beginnen ganz standesgemäß mit dem Namen von Allvater Odin, ein Göttername, der, wie wir sehen, also aus vier Runen besteht. Und zwar wären das, da haben wir mal also Otala. Otala, ja, steht für O, also O, unser O, schaut im Germanischen, im älteren Vertrag, so aus. Steht für Heimat, Zuhause, Gemeinschaft. Das heißt also eine Rune der sozialen Interaktion, auch eine Rune, die Sicherheit ausstrahlt, ja. Der Zahlenwert der Rune ist 24. Der zweite Buchstabe, das D, ist im älteren Vertrag die Rune Dagaz. Dagaz ist interessanterweise genau ein Buchstaben, ein Symbol vor Otala angeordnet. Sie erinnert entfernt, wenn man sieht, wie man das vielleicht sieht, an eine liegende 8, ja, an das Infinity-Symbol, hier abstrahierter dargestellt. Die dritte Rune im Namen von Odin ist die sogenannte Rune Isa. Also einfach ein normales NI. Ja. Sollte ein gerader Strich sein, geht es von oben nach unten schön durch runter. Hat den Zahlenwert 11. Sie steht für Klarheit des Geistes. Klarheit des Geistes einfach. Ja. in Verbindung mit der Gas. Der Gas steht für Ausgeglichenheit. Ausgeglichenheit. Grenzwelten auch und den Übergang zwischen Tag und Nacht. Der Ganze ist aber auch für Odin sehr interessant, weil sie halt den schamanischen Charakter des Gottes halt, der Gottheit unterstreicht. Odin generell immer auch ein Grenzgänger. Wir sehen auch, dass wir diese zwei zueinander zeigenden Dreiecke, die der Ganze eigentlich bilden, ja, eben bei Licht betrachtet sind es sogar vier. Ja. Es sind zwei abgeschlossene, die zwei neue gleichzeitige Dreiecke bilden. Ja. Das heißt also, wir haben ein Symbol vor uns, das gleichzeitig für die Verbindung von zwei Extremen, ja, nach links und rechts, halt mehr oder weniger offen ist, als auch halt von oben nach unten. Und insofern erinnert natürlich der Aufbau auch so ein bisschen an den sogenannten Magen David, an den Schild Davids, ja, dem, das Symbol des Staates Israel heute. Das ja auch die Verbindung von Himmel und Erde, von oben und unten, als schöne Symbolik mit beinhält. Ja. Was Ähnliches finden wir jetzt hier auch in diesem Runenbild. Das ist eigentlich eine ganz unglaublich und spannende Geschichte. Die letzte Rune, die den Namen Odin für uns bildet, ist Nauditz. Nauditz, unser N, ja,
hat es interessanterweise wieder den Zahlenwert 10. Das heißt, von den Zahlenwerten her haben wir immer eine Vorgängerrune und eine Nachfolgerrune, die halt hier ein logisches Paar bilden. Die Runen 24, 23, sowie auch 11 und 10. Warum ist das wieder interessant? Ja? Was wir jetzt schon vorher bei der Besprechung der Gans gesehen haben, finden wir im gesamten Odins Namen. Ja? Wir haben zwei Runen, Othala und der Gans, die eigentlich eher mehr auf einer Art Dreiecksymbolik beruhen. Ja? Die halt auch stark in ihrem Bild, ja, diese geometrische Basisform, irgendwas Dreieckiges, immer mit sich mit Schwingen haben. Ja? Gleichzeitig ein weiteres Runenpärchen, Isa und Notiz, die eher mehr auf einer schlanken, geradlinigen, strichbasierten Geometrie, wenn Sie so wollen, beruhen. Beide halt sind jeweils die Vorgänger, also auch die Nachfolgerrune, also 24, 23, 11 und 10. Das heißt, an und für sich könnte man sagen, wir haben auf beide Seiten eine Funktion vor uns, eine mathematische, die auf dem Zahlenwert n-1 beruht. N ist der Ausgangsparameter, 24, minus 1 ist 23, 11 ist der Ausgangsparameter in der Seitennamenshälfte, minus 1 ist wieder 10. Eine Odins-Funktion. spannend. Ja. Wenn wir die Zahlenwerte jetzt aufsummieren, dann erhalten wir als Summe, ja, den Betrag 68. 68 an sich fällt mir jetzt nichts Näheres dazu ein, ja. Auf jeden Fall eine spannende Zahl. Wenn wir da jetzt schauen, wie kommen wir zu einer einstelligen Zahl, die wir jetzt draußen haben, 68, kommen wir auf 14, 6 plus 8 ist 14. 14, auch wieder interessant, denn 1 und 4 ergibt gemeinsam 5. Das alles haben wir jetzt innerhalb von 1, 2, 3 logischen Schritten abgeleitet, einen Zahlenwert gebildet, das soll so ein mathematisches F sein, also das komische Ding, was du nicht immer siehst, das ist Funktions-F, ja, sagen wir 3 Schritte hat es gedauert. Und welche Rune finden wir an der Position 5 im Runenalphabet? Sehr geehrte Damen und Herren, wissen Sie das? Es ist Reito. Reito schaut ähnlich aus wie unser normales R, ja? Und steht für Rhythmus, Bewegung. Das bedeutet, wir haben, wenn wir uns das Schriftbild dieses Götternamens anschauen, interessanterweise zwei Tupel vor uns, zwei Paar-Runen, wie vorher schon besprochen, ja, das ist deshalb interessant, da als das Odins Gesicht mehr oder weniger zwei unterschiedliche Züge aufgewiesen hat. Ja. Er hat nämlich auf einem Auge natürlich gut scharf gesehen, wie wir es vom Göttervater uns auch erwarten würden, vor allem auch, wenn er auf seinem Thron sitzt. Ja. Der Thron des Göttervaters gibt ihm die Macht, über neun Welten zu schauen. Neun in umgekehrter Form haben wir auch in der 68 drin, in Form der 6er. Also, spannende Geschichte. Und auf dem einen oder dem anderen, ich glaube dem rechten Auge, war Odin blind. Ja, und das hat den Hintergrund, dass er sein Auge gegeben hat als Pfand, um dafür die Gabe der Weisheit zu erlangen. Einer übernatürlichen, göttlichen, heiligen Weisheit, die auch diese Gottheit etwas gekostet hat. Warum beginnen wir gerade auch wieder mit Odin? Nicht nur, weil er in der nordischen Mythologie erst eine der mächtigsten Gottheiten gesehen wird, Göttervater, Allvater, Wallvater und Siegvater, sondern unter anderem auch deshalb, weil Odin selbst, als er sich am Weltenbaum geopfert hat, das glaube ich 9 Tage und 9 Nächte hing, oder? Ja, interessant wieder, die Runen gefunden hat. Das heißt also, dass wir diese Runen hier aufschreiben können, geht in der nordischen Mythologie auf das Wirken dieses obersten Gottes zurück. Odin hier auch als Freund der Menschen, der Weisheit, Verstand schenkt, auch die Möglichkeit halt mithilfe dieses Zeichensystems, divergente Operationen durchzuführen, also sowohl Dinge aufzuschreiben, Dinge zu bezeichnen, Namen zu geben, und überhaupt die Grundintention aller menschlichen Weisheitssuche, ja, als menschlichen logischen Denkens, das Ding in Begriffe fassen zu können. So, da steht eine ganz alte Weisheit drin, die in diesem Schriftbild sogar, würde ich jetzt behaupten, mit Hilfe dieser mathematischen Beschreibungsmodelle, ja, durchaus auch interessanterweise, ja, uns genau diese Überlieferung in einer anderen sprachlichen Form wiedergibt. Was wir da jetzt schon alles daraus gefunden haben, ableiten haben können, ist an und für sich beachtlich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, schauen wir uns dann die zweite Gottheit an, mit der man uns heute befassen möchte. Reito. Reito steht im Sinne für Rhythmusbewegung. Wir könnten auch sagen Harmonie. Auf jeden Fall ist Reito immer irgendwas Dynamisches. Ja. Reiten, Bewegung, Harmonie, das merkt man sich einfach. So. Dann befassen wir uns gleich an dieser Stelle auch mit, das können wir sagen, der Gattin Odins, ja, einer germanischen weiblichen Gottheit, ja, einer Asin, und das ist die Werte Frigg.
Fricks Name besteht aus 5 Buchstaben, 5 Runen. Beginnt mit Fetu. Im Prinzip halt den Zahlenwert 1. Ja, die erste Rune im älteren Vertrag steht symbolisch auch für die Grundlage eines jeden Anfangs. Das heißt, alles, was irgendwie neu beginnt, beginnt in der germanischen Vorstellung auch auf Basis halt sozusagen dieses Fetu-Symbols, kann man sagen. Also Fetu steht einfach immer für einen Neubeginn, die Kraft eines schöpferischen Anfangs, den Anfang aller Dinge. Reitu, wie schon erwähnt, steht die dynamische Rune, steht für Reiten, Bewegung, hat den Zahlenwert 5. Dann finden wir jetzt an dieser Stelle, das ist auch wieder spannend, weil genau diese Rune den Namen von Frigg auch eigentlich in mehr oder weniger zur Hälfte teilt, eben auch wieder Isa. Isa, wie gesagt, den Zahlenwert 11, erinnert stark an unser auch römisches I. Und jetzt finden wir zweimal, gleich in zweifacher Ausführung, die Gebo-Rune. Das ist das, was hier wie ein X aussieht. Das Gebo hat jeweils den Zahlenwert 7. Von Bedeutungen her noch einmal zu Isa. Isa steht eh für Kleid des Geistes, haben wir schon gesagt. Reito steht für Bewegung. Das heißt, diese Zusammenhänge, wir haben also etwas, was beginnt. Ja, es beginnt Urkraft des Anfangs, heilige Schöpfermacht. Ja, in einer bewegenden, in einer fließenden, dynamischen Bewegung auf jeden Fall auf die Kleid des Geistes trifft. Ja. Und was kommt dann sozusagen raus, auch schon wieder aus dieser heiligen Gleichung? Jetzt kommen wir zweimal auf Gebo. Gebo steht für Ausgleich, Harmonie, aber auch die Vereinigung von Mann und Frau, das heißt zwei Hälften, die eins werden. Schon interessant, dass wir im Namen dieser weiblichen Gottheit, der höchsten weiblichen Gottheit, könnte man sie vielleicht sagen, oder könnte man so formulieren, als Gefährtin von Odin, diese schönen ausgleichenden Aspekte wieder. Ne? Wenn wir dann die Zahlen zum bilden, dann kommen wir 1 und 5 und 6, kommen auf 17, 17, 24, eigentlich den Zahlenwert 31. 31. Als vorläufiger Gesamtwert, den der Name von Frigg uns liefert, da kommen wir innerhalb von einem einfachen Schritt auf den Zahlenwert 4. 4. Was ist die vierte Rune im älteren Futtag? Da werden wir jetzt gleich nachschauen. Es ist nämlich Ansus. Und Ansus entspricht unserem römischen A, ja? Steht für Austausch durch Sprache. Das heißt, wir finden auch da wiedergegeben diese Vermittlerfunktion, die Frigg scheinbar hier einnehmen kann. Schau, notieren wir das auch dazu. Ansus, auf jeden Fall, schaut nämlich interessanterweise also ein bisschen ähnlich aus wie die Fedorune. Fedor hat diese Striche nach oben und die Ansus-Rune hat mit ihren in führenden Strichen geht sie einfach nach unten, schaut ähnlich aus wie unser F, ja, ist er, steht aber für A. Ja. So, Zahlenwert 4 haben wir gesagt und steht für Austausch durch Sprache. Interaktion, Kommunikation. Frigg als Geberin von Weisheit vielleicht, ja? Könnte man auch so sehen. Odin, der Name Odin, stammt ja auch aus der anderen Sprache, der älteren Sprachwurzel und der gemeinsamen Sprachwurzel wie Wotan. Wotan, Wurdan, sozusagen auch der Wütende. Der Wütende hat einen weiblichen Konterpart und der weibliche Konterpart steht in seiner Gesamtsymbolik, in seiner Gesamtaussage her, eigentlich für Austausch durch Sprache, auf jeden Fall hier für sehr positive, ausgleichende, durchaus feminine und weibliche Eigenschaften. So, sehe ich jetzt sonst keine mathematische Funktion, die man noch daraus ableiten könnte oder irgendwas ähnliches. Auf jeden Fall kann man sozusagen in einem Einzelschritt mit 2 Punkten, sagen wir mit einem Funktionswert von 2, einfach auch diesen Gesamtwert hier bilden können. Immerhin schön, interessantes Detail am Rande, meine Damen und Herren. So, als nächsten der Götter schauen wir uns jetzt vielleicht einfach Balder an. So, warum Balder? Balder war ein Odin-Sohn von Odin und Frigg. Und da bin ich jetzt gespannt, was die Auswertung seines Namens uns Näheres bringen wird. Beginnt schon mal mit einer interessanten Rune wieder, nämlich mit der Rune Berkana. Berkana steht für Geborgenheit, sie hat entfernt auch eine Erinnerung, ja, an, man kann sagen, ein von oben gezeichnetes Dekolleté der Damenwelt, ja. Steht nicht zuletzt deshalb unter anderem als Symbol auch für die mütterliche Kraft einer weiblichen Gottheit. Ja. Ist also an und für sich eine Göttinnenrune, zeigt auch so ein bisschen von passivem, freundlichem Charakter, den der gute Balder hat. Balder als zweiten Buchstaben. Ist interessanterweise eben wieder Ansutz. Ansutz steht für Austausch durch Sprache, Geborgenheit und Austausch
durch Sprache. Von den Zahlenwerten her haben wir es da einerseits mit Perkana 18, mit Ansatz, wie vorher schon erwähnt, den Zahlenwert 4, ja. Warum ist es interessant, dass das jetzt der zweite Buchstabe im Namen von Baldr ist? Das ist deshalb interessant, weil ja der Gesamtzahlenwert der Frigg, seiner Mutter, den wir vorher gebildet haben, eben genau auch die Runenposition dieser Rune, dieser Ansatz, eben uns wiedergibt. Das heißt also, wir haben eine Erweiterung, wir haben eine Verschmelzung hier von mehreren archetypischen Funktionen vor uns, was wir zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen können. Und die drücken sich aus, dass einfach auch dieser weibliche Charakter der Muttergottheit dem Baldr vorausgestellt wird, ja, und dann als nächstes kommt gleich im Prinzip die Runenposition, die Aussage, Wesensrune halt seiner Mutter mit. Interessante Geschichte. So, wie geht's weiter? Wir brauchen auf jeden Fall ein L. Ein L ist im Germanischen im Elternvertrag das Laguz. Laguz heißt diese Rune, sie steht für 21, hat den Zahlenwert 21, Entschuldige. Das ist ein bisschen schlecht jetzt da wiedergegeben. 21 ist wurscht. Steht für Reichtum der Gefühle und für Veränderung. Eigentlich wieder eine passive, klassisch weibliche Fähigkeit, aber wir haben auch die Dynamik, die wir schon von der Frigg rauslesen können, auch vom Odin natürlich, irgendwie da schon mit hineingecodet. Ja, jetzt finden wir wieder eine Rune, die wir bei Odin schon gefunden haben. Nämlich Dagaz, ja? Das D, Dagaz, zahlen wir. 23. Wofür steht Dagaz? Dagaz steht für Ausgeglichenheit, auch praktisch im Blick auf die Grenzwelten. Das heißt, wieder auch so ein bisschen ein schamanischer Charakterzug. Beim Baldr von seiner Geschichte ist dieses Grenzwerten noch einmal interessanter, ja? Diese Grenzüberschreitung, die schamanische, weil Baldr der Gott ist, der getötet wird. Ja? Und dann aufgrund dieser Begebenheit, dieser tragischen Umstände, eben in Hels Reich weiterlebt. Ja? Aus Hels Reich allerdings wieder hinauskommen wird, ja? Und dann spätestens mit Wiederkehr der Asen, nach Ragnarök nämlich, ja, das heißt also mit der Neuschöpfung der Welt auch wieder ins Rampenlicht tritt und sich neu mit den anderen Asen auf dem Iderfeld versammeln wird. Das ist ganz interessant, das heißt also zwischen Leben und Tod, zwischen Himmel und Hölle, haben wir da auch schon eine ausgleichende Figur, wenn ich jetzt einmal kurz so mit diesen allgemeinen, klassisch, eigentlich aus der christlichen Symbolsprache stammenden Größen kommen kann, aber auf jeden Fall das rechte Leben, das rechte Toten, das rechte Göttern, das rechte Menschen, irgendwie alles miteinander vereint, über diese beiden Gottheiten wieder in einer geraden Abstammungslinie. Durchaus interessant. So, was haben wir dann als nächstes Buchstabe? Wir brauchen ein E. Wir brauchen Ewarz. Ewarz ist eine Rune, die generell auch immer so ein bisschen nicht nur an das römische M erinnert, sondern auch immer auf den Menschen irgendwie eine Beziehung hat. Ja? Nämlich in welcher Form? Ewarz steht ein bisschen für Bewegung und Rhythmus. Bewegung, Rhythmus, ja, leitet sich in seiner Form, von der Runenform halt her, auch, wenn man sieht, ein bisschen aus der Vorgängerrune, dem Dagaz ab, hat allerdings den Zahlenwert 19. 19, 23 weniger, was ist 19? 23 weniger 4. 4 steht wieder für Ansatz. Ansatz ist die Wesensrune, die wir bestimmt haben oder ermittelt haben für den Götternamen Frigg. Durchaus auch wieder interessant, dass hier auch dieses Zusammenspiel zwischen den Gottheiten auch von der Runenposition halt her wieder eindeutig wiedergegeben ist. Ja. Und endet jetzt, mit was endet der Name Baldr? Mit einem R, das heißt wieder mit welcher Rune? Mit Reito. Wo kennen wir die her? Wo kennen wir die Rune Reithorschen her, meine Damen und Herren? Natürlich, ja, von der Wesensrune des Gottes Odin. Und Reithor steht auch wieder für Rhythmus und Bewegung. Genau, Reithor steht für Rhythmus und Bewegung, Ewarz steht nur für Bewegung an sich. Ja. Interessante Geschichte. Also das heißt, wir finden da wieder dieses Doppelspiel drin. Ja. Jetzt haben wir einen Gott, einen Götternamen vor uns, der aus dreimal einem Pärchen besteht. Ja. Dreimal zwei. Dreimal zwei Runen. Was wollen uns das sagen? Wir hatten vorher zwei Gottheiten, die im Prinzip von der Symmetrie des Namens her immer wieder auf die Zahl 2 in Bezug hatten. Deren Namen wir einerseits einmal implizit, einmal explizit in zwei Hälften spalten oder teilen konnten. Und jetzt haben wir als dritte Gottheit, die in der nächsten, in der logischen Abstammungslinie von den anderen Gottheiten abstammt, ja, dreimal zwei Doppel vor uns, die einen starken Bezug immer wieder auf die vorhergehenden, schon besprochenen Figuren hatten. Sehr interessant, wenn wir da jetzt den gesamten Zahlenwert bilden, kann man 22, das wird ein großer Wert, wenn dann 22 plus 21 ist 43, kann man auch 66 plus 19 ist 76, ist 85 plus 5 ist 90, wenn ich mich nicht tatsächlich verrechnet habe. 90 bekomme ich da raus. Da können wir in einem einfachen Schritt schon die einzahlige
Gesamtzahl ermitteln. 9 plus 0 ist nämlich einfach 9. Welche Rune steht an der Position 9? Das weiß ich nicht auswendig. Dann muss ich mal kurz Nachschau halten, ob man da 9. 9 steht für, ich glaube, Hagaz. Das germanische H, ja. Hagalaz, so eine Art. Steht für Kraft schöpfen. Kraft schöpfen durch Überwindung der Schattenanteile des eigenen Bewusstseins. Kraft schöpfen durch Überwindung der Schattenanteile des eigenen Bewusstseins. Das ist insofern wieder Hagalaz, genau. Insofern interessant, weil wir schon gesagt haben, dass dieser stark germanische, grenzüberschreitende, mediane Charakterzug fast von Baldr hier schon gegeben ist. Ein Gott, der in der Unterwelt ist. Ein Gott, der durch ein Verbrechen praktisch das von Loki angestiftet, vom Trickster angestiftet, der gegen ihn versehentlich, unabsichtlich, von seinem Bruder begangen wurde, findet sich in der Unterwelt. Schamanisches Grenzgängertum par excellence. Schon fast was Medizinmäßiges an sich, das ist unglaublich. Sehr spannend. Da würde ich sagen, als nächstes, das nächste logische Begebenheit, das nächste logische Götterfigur, schauen wir uns den Bruder Baldrs an, der ihn ja eigentlich auch auf dem Gewissen hat durch den Einfluss Lokis. Und der hat nun interessanterweise, warum es interessant ist, werde ich jetzt wieder gleich ausführen, den Namen Hödur. Hödur, da beginnt schon der Name dieser Gottheit, kann man sagen, der Gottheit in der germanischen Mythologie mit der Hagalaz-Rune, hat den Zahlenwert 9, steht für Kraft schöpfen nach Überwindung der eigenen Schattenanteile. Kennen wir also als Wesensrune jetzt zum Ball noch von seinem Bruder, deshalb ist es interessant, dass die zusammenhängen. Hödur, das habe ich jetzt wieder hier mit der Odala-Rune geschrieben. Odala hat den Zahlenwert. So, Moment, das haben wir, weiß ich jetzt nicht auswendig, muss ich sagen, Zahlenwert ist 24. 24 und steht für Heimat, Zuhause, Gemeinschaft. Heimat, Zuhause, Gemeinschaft, wie wir auch schon beim Odin als ersten Buchstaben halt in seinem Namen gehabt haben. Dagaz ist jetzt wieder N-1, steht, hat den Zahlenwert 23 und steht für Ausgeglichenheit. Auch mit den Grenzwelten und dem Wechsel zwischen Tag und Nacht ist, wie wir schon gesehen haben, eigentlich eine ganz schamanische Kraftrune. Dann haben wir Uruz. Uruz und Reitor. Reitor hat den Zahlenwert 5, steht für Bewegung. Jetzt müssen wir kurz nachschauen, wofür die Uruz-Rune steht. Wieder eine, mit der ich bisher noch nicht so viel zu tun gehabt habe, hat den Zahlenwert 2. Steht für irgendwas Riesenartiges oder gebundene Lebenskraft, Verwurzelung. Dafür steht sie. Gebundene Lebenskraft und Verwurzelung. Da haben wir zumindest einmal zwei Doppel. Die Frage ist, wie wir es jetzt aufteilen werden. Das werden wir uns jetzt noch näher anschauen. Kraft schöpfen durch Überwindung, Heimat, dann Integration der eigenen. Kraft schöpfen durch Überwindung eigener Schattenanteile. Bildet zusammen eine Heimat. Dann haben wir D. Da Gas. Die. Auf jeden Fall immer diese schamanische Bindefunktion und auch ausüben kann. Ausgeglichenheit, da steht für Ausgeglichenheit, sagen wir gut, das ist also die Mitte von beiden. Ausgeglichenheit. Dann haben wir die Verwurzelung und gleichzeitig die Bewegung. So, wenn wir es alles zusammenrechnen, kann man auf 33, 53, 56, 56, 56, 58, 58, 63 als Gesamtbetrag. Können wir wieder in einem einfachen Schlussverfahren. Oh, das ist wieder spannend. In einer Zweierfunktion, genau wie beim Baldr, ja, kommen wir wieder auf den Zahlenwert 9. Und das ist in der Tat also die gleiche Wesensrune wie beim Baldr. Ist wieder Hagalaz. Kraft schöpfen durch Überwindung eigener Schattenanteile. Ist es nicht unglaublich, also aus den beiden zwei selben Götterpaaren kommen Paaren, also mit demselben Götterpaar, ja, kommt auch ein Götterpaar raus, eine Zweierbeziehung, eine brüderliche Zweierbeziehung in dieser Form, die interessanterweise halt auch über eine dreiteilige Gliederung des eigenen Namens verfügt und gleichzeitig auch dieselbe Wesensrune besitzt, die denselben Zahlenwert hat. Kraft schöpfen durch Überwindung der eigenen Schattenanteile.
dieselbe Bedeutung letzten Endes. Es ist das innerste, also das Brüderpaar, das uns, glaube ich, auch als auf Asenseite erstes nach Ragnarök wieder vorgestellt wird, als diese erste Ankündigung dessen, was wir als Neuschöpfung, als Wiederkehr aller Dinge, auch der Gottheiten, bezeichnen können. Warum ist es noch zusätzlich spannend? Höder und Baldur stehen in einem einzigartigen Beziehungsgeflecht zueinander. Haben wir eh schon gesehen, habe ich eh schon kurz besprochen, kurz erwähnt. Sie stammen beide von Odin und Frigg ab. Beim Odin haben wir uns in Erinnerung gerufen, oder rufen uns diese Stelle in Erinnerung, dass Odin ein sehendes Auge hatte. Und sein rechtes Auge hatte er gegeben im Austausch für Weisheit. Das sehen wir auch im runden Bild hier in der geometrischen Form wieder. Zwei Striche, die für die Augenpaar, das Augenpaar Odins steht. Eines davon ist durchgestrichen, das heißt in der Funktionalität beeinträchtigt. Und das spiegelt sich jetzt interessanterweise in der nachfolgenden Generation der Gottheiten wieder. Denn Hödur war der blinde Gott, der nichts gesehen hatte, und Baldur der freundliche Gott, der zudem ein Sinnbild für die Weisheit ist. Das heißt eben genau für diese Eigenschaft, die sie auch ist, für die Odin sein rechtes Auge als Pfand gegeben hatte. Das finde ich doch einmal spannend. Das sind Zusammenhänge, die sich auch mathematisch aus den Zahlenwerten dieser Namens Bare halt hier herauslesen lassen. So, beim Hödur, ja, da sehen wir eben, dass ich ihn, also ich schon mit totaler Runde geschrieben habe, hat den Hintergrund, dass es eigentlich die deutschen Umlaute im Runenalphabet nicht gibt. Das heißt, wir müssen einfach immer auf diesen Urlaut zurückgehen. Der Urlaut vom Ö ist einfach das O, steht also einfach hier jetzt in unserer Wiedergabe einfach für das Otala. Gut, sehr schön. Wo wir schon beim O sind, können wir auf einen weiteren Odinson referenzieren. Ja? Und zwar wieder den Behüter Midgards. Sie kennen ihn alle, das ist der mächtige Thor. Thors Name besteht aus drei Buchstaben, drei Symbolen in der Runenschrift. Ja. Im Deutschen werden sie es vier, weil die erste Rune des Thoresatzes eigentlich unser TH ist. Das hat den Zahlenwert 3. Und steht für eine Sinne Entladung, ja, auch für Donner, auch für die Vernichtung von negativen Mächten. Das alles ist in dieser Rune, in dieser Symbolik bereits enthalten. Die zweite Rune, Thors Name ist Othala, hat einen Zahlenwert 24, steht für Heimat, Zuhause, Gemeinschaft. Sehen Sie schon, also Thor ist der Gott, der in der Gemeinschaft, im Zuhause, in der Heimat hier negative Kräfte vernichtet, sie fernhält, ja, durch Entladung seines heiligen Donners. Ja. Er, Reithor. Die dritte Rune im Bunde, Zahlenwert 5, steht für Rhythmus, Bewegung, aber ein Wechselspiel zwischen diesen beiden Kräften. Also das heißt, Thor ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, auch in der nordischen Mythologie, leicht reizbar zum Zorn, ja. Entfaltet gewaltige Kräfte. Das charakterisiert ihn eigentlich eh schon sehr, sehr gut. Ja. Ein Odinson, wir finden auch die Wesensrune seines Vaters hier, bei ihm, ganz klar. Ja. Wir finden das O, die Othala-Rune, auch eine Odins-Rune, logischerweise, sagt ja schon der Name, auch wieder in seinem Namen, das noch dazu vorangestellt mit dem Thoresatz. Das heißt, wir kommen, wenn wir es zusammenrechnen, auf den Zahlenwert 27, 32. 32 und wenn wir aus 32 wieder die einstellige Zahlensumme bilden, kommen wir auf die Wesensrune, das ist in der Tat wieder die 5. 5 ist genau wie bei Odin. Sehen wir schon. 5 steht für, wie wir es oben auch schon haben, Reithor, ist wieder dieselbe Wesensrune auch wie die Vatergottheit. Ja. Thor hat interessanterweise hat eine Frau, immer heute ist sowieso alles interessant, muss jetzt das Wort irgendwie bleiben lassen. Und das ist die Werte Sif. So. Gut, Sif besteht jetzt aus den Buchstaben Sovilo, aus der Rune Sovilo, die S-Rune, ja. Trotz ihrer problematischen geschichtlichen Verwendung, aber sie ist so circa aufzeichnet, hat den Zahlenwert 16 und steht für nichts anderes als die Lebenskraft. Lebenskraft, die frei fließende Lebenskraft, immer irgendwas, was im Fluss ist. Ja. Dann haben wir Isa als die zweite Rune, den Zahlenwert 11 und letztlich Feho hat den Zahlenwert 1.
Feo ist die Grundlage allen Anfangs, in Sifs Namen als an letzter Stelle, auch interessant. Isar, den Zahlenwert 11, steht für Klarheit des Geistes. Klarheit des Geistes, irgendeine Form immer von Schärfe, begrifflicher Schärfe, Weisheit, angedeutet durch einen relativ geraden Strich, der wie ein Schwerthieb von oben nach unten einfach klare Fronten schafft. Ja. Und wir haben Solo eben Lebenskraft. Ja. Die klare und reine Lebenskraft sozusagen als Basis der Grundlage eines neuen Anfangs. Ähnlich wie Thor, drei Buchstaben, was auch interessant ist in der Runenschrift, ja, kommen wir auf 27, auf 28 als Zahlenwert des vorläufigen. 28 kommen wir wieder zu 10 und 10 bildet wieder die 1. Das heißt also, die Rune, die als letzte an der Position des Namens ist, ist aber die starke Wesensrune auch dieser Göttergestalt. Zahlenwert 1, Rune Feo. Grundlage allen Anfangs. Und zwar, was wieder interessant ist, ja, gleichzeitig glaube ich, ganz kurz, auch. Nein, was nicht, das war nicht die Rune von der Frick, die war Austausch der Sprache, das war die Ansatzmöglichkeit. Ja. Aber auch der erste Buchstabe des Namens von Frick. Ja. Grundsätzlich interessant. Thor und Sif wiederum haben gemeinsam eine Tochter. Dass mir niemand sage, es sei kein Feminist, kein feministischer Anteil, der die Frauen ehrt, auch in dieser nordischen Mythologie enthalten. Wir haben es nicht mit einer rein patriarchalischen Überlieferung zu tun, sondern mit einem ausgeglichenen System aus patriarchaler und mütterlicher, matriarchale eben Überlieferungsstruktur. Das heißt also, eigentlich kann man sagen, wir haben da schon relativ vergleichberechtigt das mythologische System vor uns. Die Tochter von Thor und Sif ist die Trud. Trud haben wir wieder vier Runen, ähnlich auch wie bei Odin, was auch interessant ist, weil sie aus einem einfach ein Dreiergespann heraus eigentlich entsteht. Wir haben wieder die Turisatz-Rune, unser bekanntes DH mit dem Zahlenwert 3. Wir haben Reito. Turisatz noch einmal steht für Entladung Donner, auch die Vernichtung negativer Kräfte. Trud heißt übersetzt Kraft, kommt dazu. Ja. Auch spannende Geschichte in diesem Zusammenhang. Reito, Zahlenwert 5, steht für Rhythmus, Bewegung. Dann haben wir wieder unsere Urutz-Rune. Die Urutz steht für Verwurzelung war es, Verwurzelung, aber kann auch für was Riesenartiges stehen. Ne? Verwurzelung und hat den Zahlenwert 2 war es genau, 2. Da gab es Zahlenwert 23, 2 und 3, 5, für interessante Rückverweisung steht für Ausgeglichenheit, auch wieder im Blick auf die Grenzwelten. Das heißt, wenn wir zusammenrechnen, kommen wir auf 30, 53, ne? 33 kommt dann in Summe auf den Gesamtbetrag von 6. Das heißt jetzt eigentlich Odin plus 1. Ja? So, Runenwert 6 haben wir vorher. Muss wieder kurz nachschauen. Einen Augenblick bitte. Wenn man es auf die Schnelle nicht findet, ne? Doch, Kenaz war's. Ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Kenaz war's, Zahlen mit 6. Wieder für KC oder CK. Und hat die Bedeutung von Erkenntnis. Das heißt also, Erkenntnis, die durch Kraft entsteht. Das ist die Botschaft des Namens Tod. Es geht um Erkenntnis, die durch Kraft entsteht. Kraft, die auch durch die Vernichtung des Bösen durch eine zornige, wütende Entladung entstehen kann. In dieser wütenden Entladung kommt das Riesenhafte wieder von der Urwurz zum Vorschein in einem dynamischen Fluss. Das heißt, es ist logisch. Wir haben das Bild des Donnergottes vor uns. Das Bild des Donnergottes, ja, eine Gottheit, die im Sturm daherkommt. Ja. Das ist was Kräftiges, das ist was Mächtiges und gleichzeitig eben genau darüber halt diese, die Dagaz-Funktion halt erfüllt.
die Lagarz-Funktion die Schamanenrune, die Ausgeglichenheit herstellt. Ausgeglichenheit auch mit den äußersten Grenzwelten, das heißt, dass man bis ins Extreme gehen kann. Trut ist die Kraft, die bis ins Extreme gehen kann und dadurch zu einer neuen Erkenntnis führt. Ich freue mich wie immer über Feedback, Kommentare, Anregungen und Kritik. Beenden wir den Vortrag mit einem letzten Blick auf das Runenbild des Götternamens Odin. Und ich danke Ihnen fürs Zusehen.